Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper, ihr seid bei Get to the Keyboard und das hier ist ein weiteres Video von den aktuellen Gaming News. Diesmal die Gaming News nicht ganz aktuell, ich möchte einfach nur meine persönliche Meinung dazu abgeben, was mich schätzungsweise 100 Trilliarden Menschen gefragt haben. Nämlich, was hältst du von Half-Life 3? Denn was ihr im Hintergrund sehen könnt, die Nachricht ist jetzt endlich veröffentlicht worden. Dieser angebliche Patenteintrag von Half-Life 3 war fake. Und als der ausgebrochen ist, beziehungsweise das zuerst veröffentlicht wurde, dann sind alle ausgeflippt. Yeah, Half-Life, yeah! Und dann haben mich Leute angeschrieben, hey, mach dazu ein Video, wo bleiben die Gaming News dazu, mach dazu ein Video. Ich habe absichtlich abgewartet und jetzt tatsächlich Half-Life 3 doch nicht confirmed. Nun ja, was sind meine Gedanken dazu? Und ich weiß, ihr werdet mich dafür hassen, aber versucht einfach mal sämtliche Fanboy-Einstellungen außen wegzulegen und einfach rational wie ein erwachsener Mensch an die Sache ranzugehen. Meiner Meinung nach wird Half-Life 3 nicht zu den Erwartungen, nicht zu dem Hype, niemals zu dieser ganzen Vorfreude auf das Spiel aufleben können. Niemals. Ihr könnt jetzt das Video negativ bewerten und ausschalten. Aber ich erkläre euch wieso, falls ihr nicht ganz, ihr wisst schon seid, dann möchtet ihr vielleicht meine Meinung dazu hören. Vielleicht kann ich euch ja von irgendwas überzeugen. Nennen wir es, wie es ist. Nennen wir es beim Namen. Half-Life 3 ist ultra gehypt. Und zwar vor allem bei meiner Generation. Also die Generation so zwischen 20 und 25, sag mal gerne so 25 plus. Aber viele 20 plus-Jährige haben es auch gespielt, so in der Spalte. Weil wir damit aufgewachsen sind. Half-Life 2 hat für mich Ego-Shooter revolutioniert. Es hat für mich Gaming revolutioniert. Es war das erste Spiel, wo ich gesehen habe, dass eine Physics-Engine in dem Spiel tatsächlich für etwas benutzt wird, als nur so hübsche Effekte oder sowas. Es war wirklich ein Puzzle-Shooter. Es war von Storytelling her was ultra. Und die ganzen kleinen Kinder, und ich benutze den Begriff jetzt mal ganz lose, bitte die Generation 12 plus und so weiter, nicht ausflippen, ja, holt euch eine Tasse warme Milch und steckt da vielleicht 10 Würfelzucker rein, dann kommt ihr vielleicht runter. Die Generation kleine Kinder, ich nenne sie mal, das ist die Generation, die jetzt mit Call of Duty aufwächst und so weiter, die verstehen nicht, wieso Half-Life so toll ist. Für die ist das Inbegriff von Storytelling Halo. Ich meine, Halo hat eine geile Story, wird gut erzählt, aber was wirklich feine Nuancen angeht, was diese unterschwellige, einfach geniale Botschaft angeht, ist Half-Life einfach unangefochten. Das verstehen die nicht. Das heißt, diese Generation ist davon weg. Jetzt ist Half-Life 3, falls es jetzt irgendwann rauskommt, und wir können alle davon ausgehen, dass es in den nächsten 1-2 Jahren nicht rauskommt, schon so weit in dem Hype-Train drin, dass die eine Seite zwar super das Spiel haben will, die andere Seite nicht versteht, wieso wir Half-Life 2 so hypen. Oder Half-Life allgemein so hypen, weil die nicht damit aufgewachsen sind. Das heißt, Half-Life 3 kann jetzt eine von beiden Dingen machen. Sie kann entweder das Shooter-technisch machen, was zurzeit der leider der abgrundtief beschissene Standard ist. Nämlich regenerative Energie, dass man aus den Augen halt blutet, ne? Dass man sich hinter Deckung verkriecht, dieses ganze Cover-Base-Shooting und. Dass man in einer Blechdose rumläuft, die werden aus Gordon Freeman wahrscheinlich so einen zweiten Marcus Fenix machen. Falls die in diese Schiene gehen. Dann werden die ganzen kleinen Kinder sagen, ach ja, ist ganz nett. Und ich meine, Valve wird das super machen. Also wird es gut sein, wenn die sagen, yeah, geil, yeah, yeah, Halo-Klon. Oder falls es besser ist als Halo, wenn die sagen, yeah, geil, yeah, das neue Halo. Die werden es nicht verstehen. Und wir Fans werden sagen, was zum Teufel hast du aus meinem Half-Life gemacht? Was zum Teufel? Da fuck, Alter. Und wenn die andere Schiene gehen, nämlich die Schiene, die tatsächlich gute Ego-Shooter ausmacht, nämlich keine regenerativen HP, dass man aus den Augen blutet und so immer wieder in Deckung kriechen muss und so das Level künstlich in die Länge gezogen wird, mit einer guten, vernünftigen Story, die vernünftig erzählt wird, schrittweise erzählt wird, wo man irgendwas entdecken kann, was sowas wie schrittweise Erzählung hat, also sowas wie Pacing mit da drin hat. Dann werden wir sagen, yeah, geil, super. Aber die kleinen Kinder werden es nicht verstehen, weil die nicht an diese Spiele gewohnt sind. Und mit kleinen Kindern, wie gesagt, ich will niemanden damit beleidigen. Ich sage einfach nur die Generation, die jetzt so 12 plus ist. Die jetzt gerade sich hochhypt auf Call of Duty. Weil die einfach nichts anderes kennen.
Beziehungsweise, wenn die Half-Life 2 anspielen, ist das für die nichts Revolutionäres mehr. Das ist für die nicht die Offenbarung. Die hypen halt Call of Duty und Halo hoch. Was gute Spiele sind. Wie gesagt, ich will nicht Halo dissen. Aber ihr versteht, was ich meine. Es sind einfach zwei unterschiedliche Quellen mittlerweile. Und Half-Life hat meiner Meinung nach einfach den Zug verpasst. Für die ist der Zug einfach abgefahren, um Half-Life 3 wirklich als, ich sag mal, was im Filmgeschäft Avatar war oder Titanic, haben die verpasst. Wenn die jetzt eine Half-Life 3 rausbringen, wird es nur ein von beiden Lagern unterstützen. Falls es uns Hardcore-Fans unterstützt und uns ein gutes Spiel bietet, dann werden die jüngere Generation einfach sagen, was ist das, ich mag das nicht, ich will regenerative HP haben, weil die nichts anderes kennen. Und die haben doch eine gewisse Kaufkraft, sonst würde Call of Duty nicht, ne, so gut sich verkaufen, wie es das tut. Ich meine, machen wir uns alle nicht vor, die meisten da sind so zwischen 14 und 18, die da rumlaufen. Also, wird es ein geiles Spiel, aber es wird sich scheiße verkaufen. Oder es wird ein beschissenes Spiel mit regenerativer HP und all dem Kram und es wird sich gut verkaufen. Egal, wie rum man es dreht, es kann nicht, falls es irgendein von den beiden Lagern nimmt, gewinnen. Und ein Gemenge der beiden, also vielleicht regenerative HP, aber dafür geile Story oder keine regenerative HP, dafür Cover-Based-Shooting, ihr versteht, was ich meine, die beiden mixen sich nicht wirklich gut. Das heißt, meiner Meinung nach hat Call of Duty das zum Beispiel richtig gemacht. Egal, ob ein Spiel von denen jetzt schlechter ist als die anderen oder besser ist als die anderen, die reiten auf ihrer Hypewelle. Jedes Jahr kommt pünktlich ein neues Spiel und egal, selbst wenn das nächste Spiel vielleicht etwas schlechter ist als der Rest, so kann das übernächste Spiel immer noch auf der Hypewelle vom aktuellen fahren. Es kann immer noch auf der Hypewelle mitschwingen und ja, es kann mal eins schlechter sein, es kann mal eins besser sein als das durchschnittliche Call of Duty Game, aber die reiten auf ihrer Hypewelle. Bei Half-Life 3 ist das, glaube ich, ein bisschen vorbei. Ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das nur so, aber ich persönlich sehe im Augenblick keinerlei Möglichkeit, wie ein Half-Life 3 im Jahr 2016, 17, 18, whatever, an den ultimativen Hype von jetzt aktuell rankommen kann. Es wird ein gutes Spiel, ohne Zweifel. Valve lässt sich da, glaube ich, gut Zeit und ich habe noch nie erlebt, dass Valve mit irgendeiner Fortsetzung absolut ins Klo greift. Aber ihr versteht, was ich meine, hoffentlich. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt selbstverständlich mit mir diskutieren, ihr könnt selbstverständlich sagen, Alter, du hast keine Ahnung, schreibt es in die Kommentare, aber das sind einfach nur meine rationalen Gedanken zu dem Thema und ich hoffe, ihr habt nicht einfach nur total geisteskrank disliked und danach ausgemacht. Könnt ihr natürlich machen, aber ich finde, die Argumentation ist ziemlich interessant. Was haltet ihr davon? Wollt ihr ein Half-Life 3 sehen? Wie soll ein Half-Life 3 aussehen? Glaubt ihr, es wird mit aus den Augen bluten und hinter Deckung verglichen sein? Oder glaubt ihr, es wird endlich mal dieses neue Revolutionäre sein, was wir damals hatten, was jetzt neu ankommen muss? Und ob das wirklich so gut dann bei den Jüngeren ankommt, ich bin mir nicht sicher. Sonst, wie gesagt, würde sich ja Call of Duty nicht so gut verkaufen. Bis zum nächsten Mal, Jungs, und ciao, ciao.